Es geht weiter mit einem neuen Part von Zelda Ocarina of Time. Wir haben uns eingefunden in Goronia, der Stadt der Goron. Und ja, was kann ich da schon groß sagen? Wir haben das Goron-Armband bekommen und können damit nun also auch schwerere Gegenstände, wie eben beispielsweise die Dotterblumen, ja, aufheben, tragen, wie auch immer. Achso, das brauche ich gar nicht mal auswählen, wie es scheint. Ja, super. Okay, gut zu wissen. Ich erinnere mich, dass vor Dodongos Höhle eine solche Blume zu sehen war. Denn uns hat ja ein netter Gorone darauf aufmerksam gemacht. Aber auch hier sind noch einige vorhanden. Oh ja. Sehr schön, der Weg zu den verlorenen Wäldern ist nun auch wieder frei. Das ist sehr gut zu wissen. Ah, oh Gott. Ich bin noch nicht super effizient in dem Einsatz, aber genau. Ich weiß jetzt schon mal, dass es damit also geht. Einer der Goronen hat mir noch anvertraut, dass es ja schön wäre, wenn sämtliche Fackeln in der Stadt an wären. Also vermutlich nicht nur die hier unten, sondern auch wirklich alle. Mal sehen, ob wir seinem Wunsch entsprechen können. Bin mir nämlich unsicher, ob das lange genug hält. Ich glaube fast nicht, aber ich kann ja mal mein Bestes probieren. Es reicht ja schon, wenn wir eine einzige oben auch anmachen könnten. Na, da war ich ein bisschen zu langsam. Ich muss also direkt nach rechts, wenn ich da rauskomme. Okay. Was das drehende Ding, dieser Riesenkrug, dieser Goronenkrug so an mit sich bringt, das weiß ich leider noch nicht. Och Mensch, ich dachte, ich hätte es jetzt. Allerdings wirkt es ja so, als könnte ich da direkt etwas hineinwerfen. Und warum sollte ich nicht eine der schönen Dotterblumen mal probieren? Das war aber kein guter Wurf. Ich glaube, meine Idee ist richtig. Bisher startet dieser Part nicht gerade positiv für mich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Dinger überhaupt anzünden kann, aber ich... Immerhin etwas geschafft. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ein Teil ist schon mal wieder da. Ich glaube, die freuen sich darüber. Wie fühlt sich Darunia? Oh, ich verstehe. Übrigens, kennst du die Melodie, die durch diesen Tunnel in unser Reich dringt? Wir mögen sie sehr. Ja. Ich kenne die Melodie mittlerweile ganz gut. Ich kann sie sogar spielen. Und Darunia hat sich auch schon sehr darüber gefreut, dass ich sie ihm vorgespielt habe. Ich glaube fast, dass die Donnerblumen zu weit weg sind. Aber das ist okay. Gibt es denn noch weitere Feuerstellen? Ich anzünden könnte. Da muss ich mir gleich nochmal einen Überblick verschaffen, aber erstmal würde ich gerne versuchen,
in diesen riesigen Krug etwas reinzuwerfen. Aber ich stelle mich so dermaßen dämlich an. Ich versuche gerade immer, die Kameraperspektive dann auch zu ändern, weil ich kein großer Freund davon bin. Was war das jetzt? A few minutes later. Mir fällt ja auch noch ein, dass da diese herumrollende Krone ist, den ich ja auch mal mit einer Donnerblume aufhalten könnte, weil er es ja gesagt hat. Da ist ja sogar noch eine Felswand. Jo. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bitte nicht. Der ist jetzt weg, oder? Nee, noch nicht. Nimm eine Donnerblume, um in Dodongos Höhle zu gelangen. Ja. Werde ich tun, werde ich tun, werde ich tun. Aber erstmal hat das hier noch Vorrang. Ein bisschen die kleinen Puzzle in Goronia herausfinden. Sind das mehrere Steinwände hintereinander? Ich glaube schon, oder? Ja, Tatsache. Wo komme ich denn da jetzt noch hin? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass da unten links ja noch ein Part ist. Ganz komisch. Ich sehe auch jetzt erst, dass ich die ja auch einfach ablegen kann. Och, wie viele sind das denn? Okay. Und dort haben wir einen riesigen Goron. Ich arbeite gerade an etwas sehr Interessantem, doch ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze, in 5 oder 6 Jahren dürfte es fertig sein. Man erzählt sich, es sei 7.22 Uhr. Ja, das hat mir jetzt alles nicht so viel gebracht. Der arbeitet doch bestimmt an irgendeinem riesigen Tunnel oder so. Naja. Gut, dann versuche ich den Goron mal. Hat sogar geklappt. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Rock'n'Roll. Ich dachte, dieser Penner gibt mir dann irgendwas. Stand das nicht irgendwo? Ich soll versuchen, ihn mit einer Donnerblume aufzuhalten? Und versuche es mehrmals? Vielleicht hat er die Notiz auch gar nicht selber geschrieben, aber... Oh.
Na, was sagt er jetzt? Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Na, immer dasselbe. Okay, keine Ahnung. Tja. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das richtig wäre, aber ich sehe hier nichts. Gut. Ein bisschen schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier noch mehr herausfinden würde an kleinen Secrets, aber da scheine ich mich verhaspelt zu haben. Da komme ich auch nicht rüber. Dann wird es wohl gleich mal Zeit, nach Dodongos Höhle Ausschau zu halten. Soon after. Hey. Ah Gott, ich bin auch blöd. Das hat geklappt. Okay. Ich hoffe, er ist nicht böse, dass ich die Pflanze immer rausgerissen habe. Nein. Sehr gut. Dann bin ich ja froh. Hatte schon ein bisschen Sorge, dass er böse wäre. Okay. Hey ho, let's go! Ein Herzchen. Das war's doch, was ich wollte. Dann wollen wir die Goronen mal wieder zu ihrer Nahrung bringen. Ups. Willst du mir noch was sagen? Bevor ich da reingehe. So fühle ich mich jeden Tag. Boom. Dank deiner Hilfe können wir wieder in die Höhle. Du bist ein wahrer Held. Ja. Hey ho, let's go. Let's go, Ronja. Tut mir ein bisschen leid. Okay. Donnerblume. Hat ein bisschen was Bedrohliches in Dodongos Höhle. Also die Atmosphäre, die die Musik gerade anregt. Ich bin gespannt. Oh nein, nie ihr schon wieder. Okay. Ich bin echt kein Freund der Laubkerle. Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Danke, Navi. Jetzt hast du mir die Kameraperspektive versaut. Nein, nein, nein. Oh Gott. Was ist das denn? Ah! Oh Gott. Was habe ich getan? So, da bin ich safe. Okay. Es ist gut zu wissen, dass ich da safe bin, aber wo komme ich denn dann hier hin? Darf ich da unten hin? Es sieht aus wie ein Weg, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Lava ist. Ich glaube, es ist Lava. Andererseits muss ich da ja irgendwie... Okay. Okay. Immerhin da schon mal. Oh, da ist eine Truhe. Schön. Bitte, bitte, bitte. Die Labyrinthkarte. Ich wusste nicht, dass
wie heißt es, dass Dodongos Höhle der nächste Dungeon sein soll. Ich dachte, ich gehe da jetzt hin und guck mir es halt mal an. Okay, zwei verschiedene Floors. Ah, okay, und das eine ist der Lava-Bereich, der andere... Okay. Oh Gott. Damit habe ich heute jetzt nicht unbedingt gerechnet. Okay. Ich dachte, ich krieg's auf. Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ja. Bist du ruhig? Meine Güte. Nein. Kann ich die wegsprengen? Oh nein. Warum bin ich denn so dämlich? Das geht. Das ist gut zu wissen. Okay. Ich gebe auf. Wie wäre es, wenn ich dir ein Dekoschild verkaufen würde? Er kostet 50 Rubine. Nein. Ups, dann verschwinde ich besser. Ich habe ja ein Dekoschild. Warum sollte ich dann den anderen wollen? Also neun. Tja, okay. Das wird spannend. Spannender als gedacht zumindest. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Wie komme ich hier weg? Wohin soll ich? Lava. Da muss ich bestimmt dann eher hin. Okay, dann sieht es so aus, als würde ich hier wirklich nur unten die, also in diesem Teilbereich die Labyrinthkarte bekommen. Hier ist eine verschlossene Tür, wo ich noch nicht hin kann. Dann... Ich hab dir nichts getan. Sag mir nicht, der geht ganz da unten. Boah, ich dachte jetzt schon, das Ding ballert einfach ganz nach unten durch. Aufgrund meines Gewichts oder so. Und dass es nur nach oben schwebt, wenn es leer ist. Das ist schon mal schön. Danke. Okay. Ach nein, das ist ja schon wieder so ein Ding. Ich krieg die Krise. Wieso hast du mich so? Jetzt mal ehrlich, was habe ich dem Vieh getan? Okay. Sehr schön, immerhin etwas. Hier ist noch ein Weg, den ich auch auf der Karte sehe. Hier hinten. Ja, da komme ich nicht hoch. Und ist hier noch was? Jo. Dann würde ich sagen, erstmal den kleinen, ja nicht Geheimgang, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Bop, 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 bop. Okay. Und hier ist drin eine Statue. Man erzählt sich, es sei 13.04 Uhr. Junge, das... Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie eine spezielle Statue oder so wenigstens, aber nee. Thank you.
Okay, die explodieren also einfach. So eine Art Bombenechsen, ja? Sicher. Warum nicht? Okay, ich dachte irgendwie, dass andersherum wäre, aber gut. Ein Baby, Dodongo. Vorsicht, er springt dich an. Hast du ihn bezwungen? Explodiert er. Geh weg. Ja gut, aber bisher machen die nicht so viele Schwierigkeiten, was schon mal ganz nett ist. Also ein bisschen, was auch meine eigene Schuld ist. Okay, die Grohn mögen also nicht nur Donnerblumen, sondern auch noch Tiere in ihrer Nähe, die explodieren. Natürlich. Ist das ein Grohne? Nee. Was zur Hölle hat das gebracht? Kann ich... Ja, okay. Ah, okay. Immerhin. Puzzle, Puzzle, Schiebe, Schiebe. Sehr schön. Aber die Tür ist ja trotzdem zu. Wie kriege ich die auf? Ich hätte jetzt persönlich gedacht... Was mache ich denn hier verkehrt? Na gut. So geht's halt auch. Okay, aber... Das ist ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil ich gerne diese eine Tür hier öffnen würde, was aber vermutlich nur geht, wenn ich einen der Mini-Dodongos hier hinlotse. Denn ich habe ja keine Bomben. Aktuell. Die respawnen aber auch, oder? Muss ich auch später erst herkommen, wenn ich Pumpen habe. Immerhin. Eine schöne Tür. So, öffnen. Ich wusste doch, dass hier irgendwas sein wird. Aber wo ist das Fleder? Ein Flederbeißer. Benutze Z, um ihn effektiv zu treffen. Du kannst ihn auch noch anvisieren, wenn er davonfliegt. Ich habe mein Schild verloren, ich glaube es wagt. Was sind hier alles für eine goldene Skulptur? Sag mal! Wer zur Hölle?
Oder stand ich jetzt einfach nur zu nahe an dem Ding dran? Jetzt komme ich da nicht mal ran. Ey. Es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Oh, sag mir bitte die Skulltula, die geht jetzt nochmal an und auf. Also. Och Mensch. Ich hasse dich. Das kann nicht wahr sein. Es ist doch nicht zu fassen. Wie war das? Ich kann ein bisschen springen, stimmt. Ich bin nicht gut. Und ich habe mein Schild verloren. Ich kann nicht speichern. Genau. Ich habe ja noch zum Glück das Heilia-Shit. Aber. Naja, okay, egal. So, goldene Skulltula hier auch schon mal abgehakt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da hoch? Also in diesen Gang rein. Das ist mir bisher noch nicht ganz klar. Ich könnte noch ein paar Herzen gebrauchen. Das wäre ganz gut. Okay, also ich weiß ja schon, der eine ist hier wichtig. Ach so, ich bin ja da schon durchgegangen. Och, ich bin heute irgendwie echt ein bisschen durch den Wind. So. Die Kamera, die ist nicht so nett. Aber ich glaube, ich wäre wirklich ganz gut beraten, wenn ich mir so einen N64-Emulator-Controller kaufen würde, also der das einfach nur simuliert. Oder vielleicht würde es schon reichen, das mit dem Xbox-Windows-Ding zu spielen. Aber ja, jetzt habe ich schon angefangen. Probier schon und dann klappt es trotzdem nicht. Du kleiner Sneaky Fucker. Ach Mann, ey. Hasse Flederbeißer. Ich hasse die Dinger. Okay. Oh nein! Was ist denn hier los? Ups, ich wollte eigentlich Navi fragen. Ein Exodorus. Setze dein Schild geschickt ein und benutze Z, um deine Schwerthiebe exakt zu platzieren. Och du Scheiße. Was zur Hölle? Junge! Oh nein! Okay.
Vielleicht habe ich ja Glück und in den Dingern ist ein Sinn noch ein Herz drin. Ja. Okay. Ich nehme mal an, dadurch, dass zwei sind, einer soll mich immer verwirren. Und davon abhalten, hinter dem anderen herzurennen. Also einer rennt weg und der andere hingegen... Naja. Das haben wir auch schon besser gesehen, aber vermutlich auch schon schlechter von mir. Oh Mann. So, war es jetzt die richtige? Ist die neue, ne? Neuer Bereich. Okay. Dann sollte man hier... Ich habe das Gefühl, eine Skulltula zu hören. Warum? Das mochte er nicht. Das macht er auch nicht. Ich geh mal. Bye. Immerhin. Ich gehe jetzt erstmal nach oben und guck mir da an, was es hier so gibt. Bestimmt noch eine Skulptur. Oh nein. Wie komme ich denn jetzt gegen den an, wenn ich mein blödes... Ey, es gibt's doch einfach nicht. Oder kann ich mein Schild noch irgendwie hier besser einsetzen? Ich bin erbärmlich in dem Spiel. Oh Mann. Oder brauche ich dafür wirklich ein Deko-Schild? Das wäre natürlich auch möglich, aber... Ich sehe ja auch nicht, dass es irgendwie anders einsetzen könnte. Tja, nö. Da muss ich wohl hier nochmal herkommen. Jetzt jedenfalls nichts. Irgendwie kann mir Navi zu diesem Gegner nichts sagen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Nope. Ich will keine Rubine. Gott. Die soll ich auch gar nicht bekämpfen. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Die sind... Oh Gott. Sind Teile des Puzzles. Mhm.
Aber wie kriege ich die denn dazu, genau dort hinzuschießen, wo ich will? Na, vielleicht muss es auch gar nicht, wie wenn ich es so sehe. Okay. Gut. Altmodische Methode. Vielleicht sind die Dinger ja auch nur dafür da, falls ich keine Stäbe parat habe. Aber es waren noch nicht alle. Wo ist denn der nächste, der letzte? Eins. Ah, da ist noch einer. Ach, verdammte Axt. Junge, 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 Junge. Ja, ja, ja. Das sind eigentlich ganz liebe Echsen, aber irgendwie, sobald ich denen zu nahe komme, mögen sie mich nicht. Ach, und der Kram geht auch noch aus von selbst. Ja, ist klar. Okay. Wieder was gelernt. Und raus hier. Hurra! Wieder am Anfang. Und jetzt komme ich auf den Schalter und komme drüben. Alles klar. Na Mensch. Okay. Ich komme runter. Gleich zu meinem besten Freund. Meinen anderen besten Freund besuche ich auch. Okay. So, wie viel haben wir denn hier schon erkundet? Das war ja gar nicht mal so schlecht gefahren bisher heute. Also der Teil in Gronia ist ein bisschen langweilig gewesen, finde ich. Aber das hier sieht bisher ganz okay aus. Hm. Okay. Da Kettenreaktion nehme ich an. Trotzdem erstmal rein. Obwohl ich befürchte, dass ich wieder nur in irgendeinen Raum komme mit irgendeinem Laubkerl und ich kann die dann nicht platt machen oder so. Okay. Oh, nein, natürlich nicht. Es war so klar. Was habe ich euch getan? Ich könnte ja noch ein Item bekommen, ne? Hm, der Kompass. Immerhin, ich sehe dann alle Schatztruhen wieder. Das ist ja auch ganz nett. Ich verkrümme mich. Nein, ich muss die erst wegbringen. Nein. So. Oder. Oh nein, ich dachte, ich hab ihn damit dann weg. Oh nein! Oh nein! Okay. In dem unteren Teil befinden sich noch einige Sachen. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir hier jetzt überhaupt weiterkommen sollen.
Okay, ist doch keine Kettenreaktion. Ich habe irgendwie erwartet, dass jetzt alle auf einmal losgehen würden. Ich kann doch nicht so falsch liegen, oder? Wow, schau dir all die Donnerblumen an. Meinst du, du kannst sie alle auf einmal anzünden? Ja, kann ich. Also muss die in die Mitte platziert werden. Okay. Upp, und tschüss. Ich höre eine Skulptula. Ja, es macht jetzt schon Spaß, den hinterher zu jagen. Ich gebe es jetzt so. Die Frage ist, ist die Skulptula jetzt hier heruntergefallen? Oder befindet sie sich weiter oben? Oder befindet sie sich überhaupt in diesem Raum? Dann muss ich wohl nach oben gehen. Ich habe jetzt schon Musik gehört. Herzteile? Ich brauche keine Rubine gerade. Danke. Ich habe doch die Skulptula gehört, sag mal. Richtige. So, komme ich an die ran? Komm ich da hoch? Jawohl. Und noch eine Skulptula. Schön. Okay. Aber immer noch hier lang gucken. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Außerdem habe ich kaum Herzen und hätte gern wieder mehr. Ach so, das ist auch schon der richtige Weg. Ja, denn... Tja, der Part wird jetzt vielleicht ein bisschen länger. Aber... Je nachdem, wie gut wir jetzt durchkommen. Ich komme schon ein bisschen besser durch als bei dem ersten Tempel, wo ich mich dermaßen dämlich angestellt habe. Ja, weil... Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, warum. Nein. Die sind aber auch jetzt gut drauf heute, ne? Ich hätte erst die Flederbeißer beseitigen sollen. Okay. Da war ja aber noch ein Flederbeißer. Timing ist noch nicht meine Stärke hier. Okay, komm. Hallo.
Immerhin. Okay. So. Den darf ich verschieben. Das ist nett. Danke. Habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich müsste jetzt alle besiegen oder sowas. Huey und tschüss. Okay. Interessante Kartenstruktur. Herz, bitte, 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 bitte. Ach so, das ist eine Brücke. Okay. Okay. Glück gehabt. Ah, zwei Schätze sind hier noch. Ehrlich gesagt brauche ich gar keine Schätze. Oh mein Gott. Nein, nicht reinspringen. Nicht reinspringen. Oh Mann. In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch, nicht wahr? Ja. Schon, aber irgendwie auch. Och nein. Nein. Ich dachte, das ist der Schatz. Und dann muss ich da hoch. Oh Mann, ey. Okay. Okay. Wuppa. Ja, einen Schatz kann ich jetzt nur semi-gut gebrauchen, wenn es so ein kleiner ist. So, hier ist noch ein. Ach so. Oh nein. Gut. Also, dass ich mich schon richtig hinstellen muss, bevor ich eine Bombe oder so werfe, finde ich nicht so prickelnd, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich den richtigen Zeitpunkt erwischen, ja? Okay. Ja, kann ich mir noch ein bisschen länger gönnen. Okay.
2, 3, 4 und. Okay. Machen wir ein bisschen Schießübung hier. Nein! Ach so, und ich lasse dann die Bombe fallen. Ja, gut. Ich habe mich schon gewundert, warum da überhaupt eine Donnerblume ist. Aber jetzt weiß ich es. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl. Mhm. Okay, nächster Eingang wäre dann dort, aber den will ich noch gar nicht. Wäre noch ein bisschen hier erkunden und da hinten ist nämlich auch noch einer. So. Ja, ich komme da hoch. Das ist nett. Ich sehe bisher auch nichts Böses, was nichts heißt. Jetzt? Nein. Aber Deko-Kerne. Hm. Komme ich da hoch? Auch nicht, ne? Tja, okay. Die Frage ist, kann ich hier denn überhaupt schon so hochkommen? Es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass ich hier jetzt Deko-Kerne bekomme, aber ich weiß nicht, wie ich da nach oben kommen soll. Vielleicht kann ich hier entlang springen irgendwo. Ja. Ich denke mal, so wird's gemacht. Okay. Dass ich da dann auf hinaufklicken muss, ist auch so ein bisschen nicht konsistent gearbeitet, ne? Aber wurscht. Nee, wie soll ich denn da hochkommen? Nee, vielleicht muss ich da wirklich schon hoch. Ich probiere es mal. Was geht hier denn jetzt ab? Ein bisschen Sorge. Da ist ja ein Lava-Dings oder so. Da kann ich ja nicht reingehen. Quelle. Bitte noch ein Herz. Nee. Oben. Oder muss ich da durch? Eigentlich nicht, oder? Es sieht aus wie Feuer. Es ist doch bestimmt saugefährlich. Andererseits ist da auch noch was für meine Schleuder ja mal wieder gut wäre. Jawohl. Hurra, hurra. Wo komme ich hier hin? Sind auch ein paar kleine Assis, ne? Man muss so sagen. Obwohl ich die eigentlich ganz niedlich fand. Aber dass die danach explodieren, ist schon ein bisschen frech. Nee. Okay. Och, sag mir nicht. Nein. Ich. Oh. Ja. Ja. Nein. Sind das jetzt drei geworden, ja? Ja, natürlich. Ja, warum auch nicht? Mein kleines Tänzchen mit ihm, ja?
Piste gewählt. Oh ne, jetzt glitscht er hier rum. Ah, ist ja super. Habe ich mir auch anders vorgestellt, Junge. Ne, ich muss die Milch trinken. Das hilft alles nichts. Und nach diesem Bosskampf, oder Zwischenbosskampf eher, muss ich aufhören, weil du gerade Feierabend machst. Ach, das ist so bitter. Das war intensiv aufgrund meiner eigenen Unfähigkeit. Und mit diesem famosen, unglaublichen Ergebnis beende ich mal das heutige Let's Play, den heutigen Part, und wünsche dir viel Spaß beim nächsten Mal, wenn wir uns dann dem Bosskampf, dem zweiten großen Bosskampf hier widmen. Bye bye.